Faszination Skispringen. Kaum eine Sportart verspricht so viel Nervenkitzel. Wenige Bauwerke sind so markant wie die hochaufragenden Sprungtürme, die die Waghalsigkeit der Athleten bezeugen. Oberhof hat in den vergangenen Jahren viel gebaut und renoviert, um in Sachen Skispringen wieder an große Zeiten anzuknüpfen. Am Wadeberg entstand eine neue Jugendschanze. Im Kanzlersgrund wurde die Sprunganlage ebenfalls schrittweise erneuert und ist jetzt ganzjährig in Betrieb. Mit dem Wegschmilzen des letzten Schnees beginnen die Vorbereitungen für die Sommersaison. Im Frühjahr, wenn die Saison vorbei ist, die Wintersaison, der Schnee ist weggetaut, müssen wir das ganze Schneehaltsystem wieder demontieren, einlagern und dann die Schanze für den Sommerbetrieb wieder vorbereiten. Und im Anlauf oben haben wir eine Keramikspur, da läuft dann Wasser drin. So können Sie im Sommer auf Keramik springen und auf Matte landen. Und im Winter wird dann oben auf Eis angefahren und auf Schnee gelandet. Das neue Angebot macht sich sofort bemerkbar. So schauen regelmäßig internationale Weltcup-Teams kurzfristig zum Training vorbei. Und auch andere kommen zurück. Pauline Hessler zum Beispiel, sie gehört zu den großen Nachwuchshoffnungen der deutschen Skispringerszene. Eigentlich zu Hause in Lauschau und damit ein Thüringer Urgewächs, verbrachte sie ihre Juniorenjahre vor allem auf bayerischen Skisprungschanzen und zuletzt im Skiinternat in Oberstdorf. Jetzt ist sie wieder zu Hause. Also es benötigt natürlich ein gutes Umfeld, jetzt angefangen von den Schanzen, dass man die im Winter springt, genauso wie im Sommer, dass das alles top repariert ist, dass man auch jetzt die 70-Meter-Schanze haben, wo du dann doch auch mehr Techniktraining machen kannst vermehrt. Dann habe ich hier meine Bundeswehrstelle, die mir trotzdem auch Rückhalt gibt. Dann die Halle, Kraftraum, alles da, Sportplatz. Der wird zwar gerade umgebaut, aber der ist danach auch wieder tipptopp. In Oberhof beginnt mit den renovierten Anlagen ein neues Zeitalter, in dem man vielleicht auch an alte Zeiten anknüpfen kann, als es im Thüringer Wald noch Weltcup-Springen gab. Auch für nordische Kombination Weltcup, also oder Damen-Skisprung-Weltcup. Vielleicht tut sich irgendwann mal ein Türchen auf und da sind wir bereit dafür.